die richtige Wahrheit einfach suchen und finden, das ist einfach eine Sache, die muss man halt einfach machen als ehrlicher und guter Mensch, ja. Einige von euch werden das sicher wissen. Neuabonnenten schicke ich gerne mal eine kleine Message mit einem Willkommensgruß als persönliche Nachricht eben. Und jetzt vorgestern habe ich daraufhin eine Antwort zurückbekommen, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Und zwar ging es dabei um die YouTube Heroes. Hier schreibt der junge Mann erstmal Hallo und dann meinen vollen Namen, den er sich irgendwo schon mal rausgesucht haben muss, weil so offen trage ich den ja nicht vor mir her. Aber den kann man natürlich finden, ne? Und schreibt dann, ich will die Gelegenheit deines Anschreibens nutzen, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass deine Verweise auf Twitter und Facebook in den Kanalinformationen fehlerhaft sind. Ja, das ist nett. Bitte prüfen, meint er. Bitte prüfen, das ist ein bisschen komisch. Also passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber das war nur die erste kognitive Dissonanz, die mir der junge Mann hier verpasst hat. Darüber hinaus habe ich vor dem Start des Heroes Deutschland Programm bereits ein Vorbild gesetzt, meint er. Wie man sich als YouTube-Hero verhält, am Schulungskurs Deutsch und dann ein Videoverweis. Und ganz unten steht eben noch Name, Adresse und für Rückfragen sei ein Gesprächskanal für mich offen. Und zwar unter discord.gg/ hast du nicht gesehen. Den habe ich mal zuerst mal angeklickt und bin dann hier auf diese Plattform gekommen, wo man einen Namen eintragen und dann auf Weiter drücken kann. Das habe ich erstmal nicht gemacht. Ich habe da auch erstmal nicht geantwortet oder so, sondern ich habe dann geguckt, wenn ich ein bisschen Zeit habe und habe mir das Video dann mal reingezogen, beziehungsweise soweit ich das eben ausgehalten habe. Und da gebe ich jetzt erstmal ein paar Beispiele, damit ihr das auch mal seht, wie das war. Danach habe ich mich mit dem Kollegen nochmal auseinandergesetzt. Das weiß ich schon. Da soll ich was rausmachen, habe ich nochmal nachgefragt. Also so ist der Stand aktuell. Ja, okay, ich war jetzt gerade hier und habe hier mal ein bisschen was gemacht, weil man muss ja auch was machen, ne? Ja, das wissen wir natürlich. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch Werbung brauchen, natürlich nicht. Von daher, ich möchte halt nicht, dass Interpretationsbewegung irgendwie jetzt auf mich beschränkt wird, weil das bin ja nicht ich, das gibt es ja tatsächlich. Muss einfach mal suchen. Dann wende dich damit doch bitte an die nationale Forschungsabteilung. Ja, da gibt es bestimmt eine Gruppe. Und wer sagt das? Und hier, diesmal ist das komplett falsch geschrieben. Während du es oben hättest du es, da hast du es aber schon wieder falsch geschrieben. Also unglaublich. Ah nee, doch nicht. Aber hier fehlt ein Komma, aber doch keine 2S. Wer sagt das? Aber eigentlich, wer sagt das, dass sie sich nicht weiterentwickeln? Also doppelt falsch, also ziemlich falsch, so dass man schon über die Falschheit, dass die schon falsch ist. Aber egal. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, weil man kann natürlich sehr, sehr wohl sagen, dass es keinen Neandertaler gibt, ja, weil Neandertaler ist einfach ein Begriff, ja. Es gibt das Neandertal und da gibt es Neandertaler, aber dieser Begriff ist halt einfach so nur so beliebt, weil er so schön klingt. Ja, Neandertaler, ja, das ist doch super. Einen anderen Taler, ja, das ist doch toll. Einen anderen Taler. Und dann kommt D-Mark weg und Euro kommt und so. Also in der Währungsumstellung immer ein be toller Begriff, der Neandertaler. Aber ansonsten komplett unnütz für unsere Sache. Ja. Ja, also. Ich weiß nicht genau, ob irgendjemand jetzt explizit gesagt hat, dass irgendjemand gerade aktuell Prophetie betreibt. Höchstens ist es so, dass viele denken, dass sie profitieren. Ja, das ist ja eigentlich genau dasselbe. Also wenn man sich das Wort mal nimmt, also wirklich. Ja, eben, also das stimmt natürlich. Ist die richtige Aufforderung. Also hat er auch gelesen, ist auch ganz gut. Ja, wen natürlich, den er vorgeschrieben hat, genau. Ja, wissen wir, aber ist jetzt auch schon weg. Von daher kann es dann auch weg. Ja, da kann man doch jetzt nicht irgendwie dann sagen, ja, das ist eine verlässliche Information oder so. Muss man nur schauen, dass dieser Schmuck eben angemessen ist. Zum Beispiel dieser Schmuck ist eigentlich ganz gut. Das haben wir auch schon besprochen, dass zum Beispiel mit dem Neubauer Reik anders und so, dass das halt ja auch irgendwie niemanden so gut tut, das jetzt wirklich zu sehen und dass halt diese Schiene, die halt auch so mit solchen Effekten zum Beispiel witzig sein will. Also da muss auch noch was passieren, dass irgendwie mach mal was anderes. Ja, das war ja schon ganz schön hart und teilweise an der Grenze zu unglaubwürdig, beziehungsweise eigentlich auch überhaupt nicht vorhersehbar, warum oder wann der da jetzt die Meldungen für Spam rausschickt oder wann nicht und so.
Und wenn er das wirklich auf dem Video von TTA gemacht hat, dann finde ich das auch eine ganz schöne Unverschämtheit, da so rumzufuschen. Aber er meinte, es sollte ein Schulungsvideo sein, auch noch für die kommenden Heroes. Und da wollte ich dann schon mal wissen, wie ernst das denn gemeint ist. Und habe ihm dann entsprechend Folgendes in die Kommentare geschrieben. Unfassbar, ich bin zutiefst schockiert. Und du erfüllst meine schlimmsten Befürchtungen. Einziger Trost ist, dass es nur als Spam gemeldet wird und wieder freigegeben werden kann. Aber wer bist du, entscheiden zu können, ob ein Witzchen angebracht ist oder nicht, oder ob ein Link, der vom Kanalbetreiber ja auch noch explizit freigeschaltet werden muss, Spam ist oder nicht, etc. etc. Und daraufhin bekomme ich die Antwort: Wenn du sprechen willst, ich habe dir den Zugang zum Gespräch ermöglicht. Die hier angeführten Punkte erfordern keine Antwort. Ich wünsche dir einen goldenen Tag. Ja, diese Antwort ist natürlich ziemlich suffisant und auch ein bisschen provozierend. Aber es gibt ja keine goldenen Tage, sondern höchstens schöne Tage oder weniger schöne Tage, ne? Er hat mir ja zwar seinen Kanal gegeben, wo ich das angeblich reinposten kann, wo ich ihm diese Fragen dann stellen kann. Aber das habe ich erstmal noch nicht probiert, sondern ich habe dann erstmal nochmal nachgefragt, was denn da jetzt passiert in dem Kanal, wenn ich mich da einlogge. Also sprechen heißt Voice over IP und ich brauche einen Kopfhörer oder wie, habe ich dann gefragt, ja. Dann meldete Monsieur sich recht flott zurück und meinte: Wie gesagt, ich habe dir in der Nachricht erklärt, dass in meine Videos als Beispiele für deutsche Heroes dienen können. Ja, man weiß nicht, auf was er sich bezieht. Also ist auch ziemlich unnötig wieder. Und auch keine schöne Ausstaffierung oder sonst was. Ja, und das hier macht irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. Was hat der denn bitte mit allem irgendwie zu tun, ja? Ja, also davon haben wir nichts hier. Das mag zwar für irgendwelche Forscher total interessant sein, was das hier bedeuten könnte. Oh, eine Nachricht von Außerirdischen, das ist ja wunderbar. Dieses Zeichen bedeutet eben genau das, was das bedeutet. Das ist häufig auch eine Bezeichnung für eben die sanitären Anlagen. Zwei vertikale Linien verbunden mit einer horizontalen. Eine Öffnung nach rechts, so eine Schlingung hier und ein kleines Ding mit einem Punkt drauf und nach da. Also, aber ich kann mir darüber einfach keinen Sinn machen. Von daher kommt das einfach mal weg. Du findest das schockierend und bist darüber betrübt, aber hast auch etwas Trost. Aber nur einen. Und dann fragst du mich, wer ich bin. Ich habe mich in der persönlichen Nachricht vorgestellt und für den Fall, dass du weitere Fragen zur Identität oder meinen Absichten hättest, habe ich dir einen Kanal angeboten. Ja, und da er da jetzt darauf besteht, dass er hier nichts sagt, sondern eben die Kommunikation nur in diesem Kanal weiterführen möchte, habe ich dann gesagt, ja, leck mich am Arsch, dann gehe ich eben in den Kanal und frage nochmal ein bisschen blöde nach. Genau, beziehungsweise er hat dann gesagt, nein, ich spreche normalerweise im Internet nicht mit Kopfhörer, sondern mit dem Mikrofon, genau. Und dann habe ich natürlich nachgefragt, ob ich denn ein Mikrofon brauche, wenn Monsieur da so genau das braucht. Und dann meinte er, meiner Meinung nach brauchst du kein Mikro. Und da habe ich mich gefragt, was soll der Unsinn, ne? Wieso ist das, das hat doch nichts mit einer Meinung zu tun, ob man jetzt ein Mikro braucht oder nicht. Also, was tust du jetzt so geheimnisvoll? Ist es ein Textchat oder ein Voice-over-IP oder soll ich mir das aussuchen, weil beides geht? Oder wie würdest du gern angesprochen? Daraufhin antwortete man mir gar nicht mehr. Ja, also wie gesagt, also Menschen machen halt Sachen, ja, und haben verschiedene Lebensabschnitte, ja, da wird dann mal was abgeschnitten im Leben. Und Inanna wurde ja auch schon bezeichnet von dem, den du vielleicht Dennis nennst. Inanna Ishtar wurde bezeichnet und eben auch als Symbol eben in unsere Gruppe eingefügt. Dieser Kapitän, der ist ja überhaupt nicht da. Ja, der hat vielleicht jetzt auch gedacht, dass er vielleicht gar nicht der Kapitän sein will. Und da würde ich einfach sagen, mach dir hier einen anderen Zugang oder so, oder stell mal was um oder so. Von daher, also das hier bringt natürlich jetzt auch nichts, also gar nichts. Ja, und da muss man natürlich schon sagen, ein Mensch, der tausende Menschen hinter sich weiß, der kann ja nicht so schlecht sein, ja. Und das wird ja auch schon seine Richtigkeit haben. Ja, also man sieht schon, es wird seinen Sinn haben, dass er schon entfernt wurde. Vielleicht hat sich auch jemand Nettes gefunden, der jetzt endlich auch mal damit anfängt, hier aufzuhören, Angst vor drei Punkten zu haben und da halt einfach mal draufklickt und das Richtige tut. Also wenn ja, dann danke dafür. Ja, das Wort Danke ist natürlich schon mal schlecht, weil damit, wie gesagt, gedankt wird auf dem Basketballplatz. Ja, was kannst du denn da machen? Und Ewigkeit anzusprechen ist natürlich immer schön.
Aber man kann natürlich nicht einfach das Wort in kapitalen Lettern hinschreiben und sagen, ja, super, sondern man sollte natürlich schon etwas mehr anbieten, etwas Besseres, eine schöne Argumentation und so weiter, die uns wirklich auch was bringt. Genau, da sind 2 Stunden vergangen, bevor ich da geantwortet habe. Denn in der Zeit habe ich ein bisschen Text vorbereitet, unter anderem was gegessen und so. Ein bisschen Text vorbereitet, den ich ihm dann schicken wollte, sobald ich auf seinem Server bin, widerwillig. Denn eigentlich war das ja schon die erste Form von Machtmissbrauch, die er da versucht hat mit mir, mich auf irgendeine Plattform zu zwingen. Ja, so sieht es ja wohl aus. Und das habe ich ihm dann auch geschrieben, in etwa. Beziehungsweise. Ich habe das textlich vorbereitet. Erhalten hat er das nie. Moin, eigentlich habe ich keinerlei Gesprächsbedarf. Oder zumindest kommt der nicht aus mir heraus, sondern wurde provoziert. Ja, so sehe ich es jedenfalls. Was ist jetzt hier besser, als in der Kommentarsektion zu chatten? Mich hier hinzubitten, kommt bei mir dementsprechend auch wieder ein erster Machtmissbrauch mir gegenüber vor. Naja, aber ich will ja nicht eklig werden. Ich hoffe, wir finden trotzdem eine Ebene. Möglicherweise habe ich ja auch was falsch verstanden. Aber ja, ich würde schon gern wissen, was das alles soll und vor allem, weil mein Kanal, meine Zuschauer ja auch betroffen sein könnten. Also erklär mir doch bitte mal, wieso 3 Punkte, die in der Regel als Denkpause oder Satz für fehlende Vollständigkeit eingefügt werden, von dir als Spam gemeldet wird. Ja, das hat er ja gemacht unter anderem. Ja, also dieses Zeichen hier weiß man jetzt auch nicht genau, was das heißen soll. Aber 3 Punkte schon mal gesetzt. Also klar, du willst natürlich mit diesen 3 Punkten hier vor dem Haha, möchtest du natürlich sagen, hier, ich soll auf diese 3 Punkte klicken und dann den hier machen. Aber hier nur 2 Punkte, dann brauche ich auch diese 3 nicht verwenden. Und aber zweimal die 3 Punkte, das ist doch schon mal ein deutliches Anzeichen. Also machen wir das einfach mal. Ja, das kann man einfach wegmachen. Also da habe ich überhaupt keine Hemmungen in dem Fall. Und die Begründungen wurden ja auch immer hanebüchen, ne? Ja, was soll das denn eigentlich? Ja, du siehst ja sehr zum Lachen aus. Hör mal auf. Und ja, ansonsten musst du halt das. Ja, also ich meine jetzt hier, das ist natürlich dann schon leider nein, ja. Also es gibt keine Verweise und muss sich aber mit begnügen. Und dann bin ich einfach auf den Server gegangen und habe mich da eingeloggt mit meinem Namen und habe versucht, ihm diesen Text zu schicken. Okay, der Text wurde natürlich nicht geschickt, weil mein Account nicht verifiziert ist. Und dann war klar, um was es geht, ne? Er will Accounts irgendwie verticken. Und dann habe ich ihm diese Nachricht entsprechend geschickt, nämlich dass ich diese Nachricht von seinem Server bekomme. Die Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da du mit dem Empfänger keinen Server teilst. Keine Direktnachrichten auf eurem Server deaktiviert, bla 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 bla. So, und dann hat er mir, weil ich ihm das geschickt habe, einen anderen Link geschickt oder vielleicht auch denselben, weiß ich gar nicht, ist mir auch egal, auf den ich geklickt habe und der natürlich dasselbe Ergebnis hatte, also beziehungsweise gar nicht war, sondern da kam noch die Meldung, dass er abgelaufen sei wahrscheinlich. Und er meinte zu mir, ich sehe dich als registriert und habe dir jetzt eine Rolle zugewiesen. Und dann habe ich gesagt, es kann da wohl kaum sein. Ich werde mich da nicht registrieren, solange ich doch hier eine Möglichkeit habe, mich mit dir auszutauschen. Er meint, ich bin bereits als Matthias auf seinem Server eingeschrieben. Ja, kann sein, habe ich gesagt, aber ich werde den Account nicht bestätigen. Warum sollte ich das tun? Ne? Statt darauf einzugehen, kommt er mir mit so einer Finte. Ja, weil du keine Idee hast, was du mir sagen oder mich fragen willst, erwarte ich auch keine weitere Bestätigung von dir. Betätigung von dir. Und wunderte mich bereits, dass du dich überhaupt registriert hast. Ich habe mich nicht registriert, ne? Außerdem ist das falsch. Ich hatte schon Text vorbereitet, aber du stehst ja auf deiner Plattform. Ich hindere dich nicht daran. Du hast meine E-Mail-Adresse, meine Hausanschrift, kannst bei YouTube Nachrichten versenden und hast die neue Kontaktmöglichkeit, wo dir erlaubt ist, mit mir zu sprechen. Ich denke nicht, dass ich falsch liege. Ja, und dann habe ich noch gefragt, warum nicht hier? Ja, und darauf kommt jetzt eben nichts mehr. Und ich glaube nicht, dass ich ihm nochmal irgendwas texten möchte, weil er wollte mir einen Account andrehen. Und sonst gar nichts, ne? Das ist mir echt zu blöd. Dachte ich jedenfalls, denn am nächsten Morgen kam dann doch nochmal eine Meldung von ihm. Und zwar ein lapidares Okay. Woraufhin ich dann nur noch geschrieben habe, ich glaube, so lange hast du mich genug verarscht. Und ich überleg's mir erstmal nochmal, ob ich die Kommunikation wieder aufnehme. Und dann habe ich immer nochmal eine Antwort bekommen. Und zwar, du willst mir also deinen Text vorerst auf keinem Kanal schicken, stellt er hier fest. Ja, das akzeptiere ich natürlich, das ist nett. Du bist vollkommen frei, wenn du mir noch irgendwas erklären willst oder eine Frage oder Bitte hast, bin ich ganz Ohr.
Und dann habe ich eine Weile vergehen lassen und mir überlegt, ob ich was von dem Vogel will, ne? Weil eigentlich wollte ich nicht mehr so richtig. Habe dann aber nochmal geschrieben, ob er nicht vielleicht einfach zu den gestellten Fragen nochmal Stellung nehmen kann, denn ich hatte ja schon was geschrieben. Und zwar habe ich dann gefragt, warum meldest du Witze als Spam? Warum meldest du Links, die der Kanalbetreiber freigeschaltet hat? Was soll die Begründung? Drei Punkte. Und wozu soll die Interpretation der Buchstabenfolge TTA dienen? Das kommt dann am Ende noch. Und gerne kannst du auch mal erklären, inwieweit dein Video bzw. deine Vorgehensweise in irgendeiner Weise offiziellen Charakter hat oder haben soll. Oder kurz gefragt, hast du einen Auftrag, deine Lehren zu verbreiten? Das würde mich nämlich wundern, denn bezüglich YouTube sehe ich es eher so, dass du das Flagging-System missbrauchst, also das Meldesystem. Ich gehe zwar auch davon aus, dass du mir nicht meinen Vorstellungen entsprechend angemessen antworten wirst, aber eine Chance soll ja jeder bekommen. Ist allerdings auch deine letzte, weil du mir die Zeit stiehlst hier so langsam. Dann dauert das eine Weile und es passierte nichts, woraufhin ich dann nochmal nachfragte, ob denn noch was kommt. Oder beinhaltete die Aufforderung zu fragen, gar keine Zusage, diese auch zu beantworten. Und dann habe ich einen etwas längeren Text von ihm bekommen. Der fängt an mit, schön, dass du das so siehst, dass Angeklagte das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Also irgendwie ist ja hier keiner angeklagt und das ist eine Aussage erstmal aus der Luft gegriffen. Deine Fragen zielen auf meine Intention und auf den verfolgten Zweck. Ja, was ja in einer Art dasselbe ist. Die Frage ist, was motiviert mich zu meinem Handeln? Ja, das ist eine Frage, was dich motiviert, aber die andere Frage ist, was dich nicht, also warum dich nichts abhält davon. Ist es ein Dienst für jemanden? Und dann listet er meine Fragen auf. Warum meldest du Witze? Warum meldest du Links? Wozu soll die Begründung drei Punkte oder die Erklärung TTA gut sein? Inwieweit hat dein Video in irgendeiner Weise offiziellen Charakter? Inwieweit hat deine Vorgehensweise offiziellen Charakter? Hast du einen Auftrag? So, und dann kommt Argumentation. Ach so, und das sind jetzt angeblich welche von mir, denn ich habe ja gesagt, würde davon ausgehen, dass du das Meldesystem missbrauchst, richtig? Und dass seine Antwort wahrscheinlich nicht meinen Vorstellungen entsprechen wird. Und damit sei die Antwort nicht angemessen. Ja, das habe ich vermutet. Antworten sei jedoch das Recht eines Angeklagten. Genau, jeder soll ja seine Chance bekommen. Die Behauptung, dass du mir Zeit stiehlst, die werde ich gleich noch bestätigen. Ja. Also erst einmal, ich nehme mir Zeit dafür, deine Nachrichten ernst zu nehmen. Yay, ernst nehmen, juhu, einer nimmt mich ernst, endlich nimmt mich mal jemand ernst, juhu. Zu eins, die Kritik, welche Dennis Ingo Schulz übt, also er war ja auf dem Kanal von True Association, findet er wichtig. Und die Kritik, die an ihm geübt wird, ist auch wichtig, meinte er. Und ich bin während der Zeit, in der ich seine Videos so zu der Meinung gelangt, dass Kommentare, die keine Argumentation beinhalten, nicht hilfreich sind. Ich bin während der Zeit, in der ich seine Videos so. Was hast du denn da so? Was hast du denn da für einen Satz gemacht? Das ist doch ein Satz, der gar nichts aussagt in Wirklichkeit. Und selbst wenn ich da jetzt irgendwas rein interpretiere, ich bin während der Zeit, in der ich seine Videos bearbeitet habe oder geguckt habe, zu der Meinung gelangt, dass Kommentare, die keine Argumentation beinhalten, nicht hilfreich sind. Ja, aber sind die denn deswegen direkt des Meldens wert? Das ist doch die Frage. Muss man sich dann direkt deswegen einmischen? Oder kann man das nicht mal so einfach stehen lassen? Und die Leute lesen ja erfahrungsgemäß auch, weil mittlerweile kennt man ja, wie das läuft im Internet. Die lesen ja auch über solche Dinge drüber und gehen dann zu den Argumenten weiter oder lassen sich nicht komplett davon beirren. Und wenn doch, dann kommen sie damit vielleicht nicht ganz so gut klar. Aber das ist immerhin noch besser, als wenn irgendjemand da wild Zensur übt. Okay, das ist jetzt angeblich nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem ist es ja der Versuch oder das Vorbild, das er da abgibt, ist ja entsprechend einer, der ganz viel fleckt. Ne? Denn die Aussagen, heißt es noch, die dort getroffen werden, sind teilweise Provokationen. Ja, nun, muss man mal mit leben können, ne? Und teilweise lediglich Äußerungen, die zeigen, dass man das hintergründige Thema nicht ernst nimmt. Ja, kann sein, dass man einfach was ernst, nicht ernst nimmt. Na und? Ich wollte es Dennis erleichtern, meinte er, seine Argumentation weiterzuentwickeln, indem ich ihm die Arbeit abnehme, die untugendhaften und törichten Kommentare zurechtzuweisen. Tätere. Ne? Es schreibt einem niemand vor, dass man auf YouTube tugendhaft und untöricht sein muss. Ja? Also das darf man im Prinzip. Und ich finde nicht, dass das eben von einzelnen Usern oder Heroes eingeschränkt gehört. Das hat er eigentlich auch noch nicht behauptet, dass er das findet. Er hat nur behauptet, dass sein Video als Vorbild dienen könnte. Das Fleisch, das in den Aussagen ist, das ist eben doch ein bisschen weniger, als es auf den ersten Moment aussah, ne? Ja, also er behauptet hier im Prinzip, dass er dem Dennis da geholfen hat, denn ansonsten war das immer Teil seiner Tätigkeit, die mangelhafte Moral derjenigen zu kritisieren, welche er als Publikum wahrnimmt. Deswegen meldete ich Einträge als Werbung oder Spam, weil diese sich für die Sache der Erforschung des Themas nicht hilfreich zeigen. Das Dumme ist aber, dass wenn du die als Spam oder Werbung markierst, dass sie normalerweise dann erstmal für alle User erstmal gar nicht mehr sichtbar sind oder nur noch für welche, die sich wirklich auch den letzten Kommentar sozusagen noch durchlesen. Und insofern ist das schon ein Verstecken oder eine Zensurart, die, selbst wenn sie
thematisch gerechtfertigt sein sollte, einfach nicht gerechtfertigt ist von der Vorgehensweise her, ne? Niemand hat da rumzufuschen auf so eine Art. Wenn das, was dann da stand, vielleicht doch mal hilfreich war und du hast das aber nicht verstanden und gelöscht, sowas meine ich, ist da auch vorgekommen. Ja, dann verschwinden eben auch Dinge, die eventuell hilfreich waren, ne? Deswegen bin ich immer prinzipiell gegen Löschen. Aber ich glaube, das weißt du auch alles. Ich bin der Auffassung, dass es besser ist, manchmal diese Kommentare auszusortieren, sodass der Ingenieur diejenigen Einträge markiert sieht, welche als Werbungsspam identifiziert worden sind oder eine der anderen Kategorien, die unter den drei Punkten auswählbar sind. Wenn du der Meinung bist, dass es sich um Witze handelt, mag das für dich stimmen, jedoch ist Humor unterschiedlich. Na, du hast ja teilweise auch selbst gesagt, hier ist ein Witz, den brauchen wir nicht, und das dann eben als Spam markiert. Humor ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber in dem Fall war das ziemlich eindeutig. Wie gesagt, hat das ja auch selbst erwähnt, meine ich. Aber das ist deine Meinung und das steht dir auch zu, die gemeldeten Einträge als Witze zu bezeichnen. Nee, nee, du hast aus verschiedenen Gründen eben das gemacht, unter anderem eben, weil du meintest, dass auch Witze eben nicht hilfreich gewesen wären. Auch ein Bild hast du ja da als Witz bezeichnet. Die liberale Haltung des Kanalbetreibers ist zwar vorhanden, meint er hier zu zwei, jedoch teile ich nicht dieselbe Haltung des Laissez-faire. Dennis äußerte in einem Gespräch mit mir, das auch in meinen Streams übertragen wurde, dass er die Kommentare nicht beachtet, weil dort Unsinn steht. Ich finde es sinnvoll, wenn derjenige, der Kommentare einordnet, jemand anderes ist als der, welcher die Videos erstellt. Ja, ist ja in Ordnung, wie auch immer. Das klingt für mich irgendwie, als wenn er sich mit dem Dennis da geeinigt hätte. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht der Fall, sondern es gaukelt ihm nur so eine Arbeitsteilung vor, die nicht wirklich vereinbart wurde. Davon gehe ich ganz stark aus, denn der True Association Kanal ist ja weg in Wirklichkeit, ne? Wie gesagt, sehe ich es als Unterstützung für den Betreiber, der durch die Erstellung der Videos und anderer Arbeit bereits ausgelastet ist. Ja, also ich würde es zum Beispiel bevorzugen, wenn du in meinem Kanal nicht solche Fuschereien vornimmst, ja, und die Kommentare der Leute flex oder so, denn das geht ja auch ohne Absprache, ne? Da würde ich zumindest, wenn du solche Aktionen wirklich meinst, dass du dem Kanalbetreiber da helfen willst, auch mal kurz nachfragen, ob die Hilfe denn gewünscht ist, ne? Zu drei meinte er dann, die Begründung sollte andeuten, dass die Zeichensetzung der drei Punkte ebenfalls nicht den Ansprüchen an gültige formale Logik genügen. Ja, das ist ja Bullshit, ne? Weil in Gerichtsakten oder sowas werden ja Aussagen abgekürzt mit Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, ja? Und Punkt, 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 ganz einfach, ist eine Gedankenpause wie ein Strich oder so. Also das finde ich überhaupt nicht, dass das was mit Logik zu tun hat, mit formaler Logik, die er aber für erforderlich hält, ne? Um eine nützliche Argumentation zu erhalten, die der Sache dient. Ja, das ist Bullshit-Gequacke, ne? Hier, das sagt gar nichts aus, ne? Schon gar nicht zu den Aussagen, die dann verschwunden sind, ne? Die drei Punkte zeigen überhaupt nichts zu der Aussage. Die drei Punkte zeigen ein Weglassen an bei dem der Sinn jedoch der ist, dass man von der Seite des Empfängers enttäuscht ist. Dass man es überhaupt sagen musste, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Man macht eine Gedankenpause, um den anderen denken zu lassen. Ja, genau. Und normalerweise kommen die Leute dann auf die Idee. Oder lassen das, was gesagt wurde gerade oder geschrieben wurde, kurz sacken, damit es besser passt. Man macht auch mal eine Gedankenpause, um eine Pointe zu setzen. Ja, aber das ist irgendwie nicht gestattet bei ihm. Das muss eben einer sachlichen, formalen, geradeaus Logik dienen, weil es sonst enttäuschend ist für den Empfänger. Aber das ist dem Sender normalerweise relativ egal, ob das enttäuschend ist oder nicht. Das ist eine Art von Überinterpretation ganz einfach, die da vorgenommen wird. Ich finde das nicht angemessen, so auf die Arbeit eines Ingenieurs mit einem Diplom zu reagieren. Mit drei Punkten oder was, das ist doch lachhaft. Ne? Warum dann nicht mit einer Aussage, die eine Pointe beinhaltet? Da sind dann eben drei Punkte drin und am Ende kommt dann die Pointe. Was soll daran irgendwie unangemessen sein? Ganz komische Argumentation. Und deswegen war ich auch so pissig, ne? Und zu vier, die Interpretation von Charakteren der Schriftsprache, auch Buchstaben genannt, dient der Öffnung des Individuums zum Verständnis von Symbolen, welche Charaktere sind. Symbole sind Charaktere. Das möchte ich mal bezweifeln, Punkt 1. Ursprünglich sind die Charaktere Abbildungen gewesen, die Gegenstände der Realität darstellten. Man denke an Hieroglyphen, Auge, Personen, Götter, Tiere, Plätze, Gebäude, Pflanzen oder geometrische Figuren, Baupläne, etc. Ja, und jetzt kommt genau das, was ich schon befürchtet hatte. Nämlich, er hatte irgendwo im Video etwas erwähnt von Interpretationsbewegung. Und das ist genau das, ne? Da werden Symbole in Charaktere interpretiert und daraus dann abgeleitet, dass man irgendwie drei Punkte löschen kann, weil die den Empfänger enttäuschen oder so. Ja, das ist ganz schön banal hergeleitet. Und das kommt angeblich aus der Philosophie, wie er mir dann berichtet hat. Ich hatte das Wort, das er hat er irgendwann in dem Video erwähnt, auch gehört. Und dann mal noch kurz danach gegoogelt. Das meiste war irgendwie mathematisch oder so. Auf jeden Fall habe ich dann doch was gefunden und mir das kurz angelesen. So ein 20-Seiten-Pamphlet war das. Eine Diplomarbeit, meine ich, die darüber berichtet hat. Und das habe ich so ein bisschen überflogen. Da war schon klar, dass das irgendwie ein bisschen, ja, sehr interpretativ ist, dass es in dieser sehr speziellen Richtung schon sehr unterschiedliche
Ausrichtungen wiederum gibt und dass ich das prinzipiell für den Alltag oder für irgendwelche Alltagssituationen nicht angebracht halte, dass man das da anwendet, sondern das ist ein Ding rein für den universitären Diskurs, für den intellektuellen Diskurs. Das hat im Alltagsleben nichts zu suchen und auch nicht auf YouTube, ne? Schon gar nicht, dass man sozusagen dann nach Kriterien eben aussortiert, die die anderen gar nicht kennen oder so, ne? Weil man sich irgendwelche Symbole interpretiert oder so. Also da kommt aber nochmal drauf. Ja, wozu soll die Interpretation der Buchstabenfolge TTA dienen? Ja, da kommt er mir eben mit diesen Charakteren. Okay, das war darauf die Antwort. Jetzt passt es aber erstmal noch zu 5. Inwieweit hat dein Video in irgendeiner Weise offiziellen Charakter? Und 6, inwieweit hat deine Vorgehensweise offiziellen Charakter? Und dann heißt es zu 5, ich halte es für selbstverständlich, dass Menschen ab Geburt gewisse Rechte haben, wie das Recht auf freie Rede. Ja, okay, selbstverständlich. Also hat er das wahrscheinlich von sich aus gemacht und betrachtet das als freie Rede von sich. Ich bin jemand, der als Mensch das Recht auf freie Rede exerziert. Ach, tätere ich auch. Damit meine ich, dass ich mit meinem biologischen Sprechapparat Sprache erzeuge. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen kindisch und ich weiß auch wirklich nicht, was ich mit diesem Unsinn soll, ne? Ob er das wirklich noch irgendwie philosophisch meint, in diesem Bewegungsgedanken oder mich hier verarschen will mal wieder. Denn das ist doch total die banale Ausdrucksweise, ja? Wonach derjenige andere oder Dritte ihre Meinung bilden können und wenn gewünscht erwidern können. Das Video, welches du meinst, erscheint auf meinem Kanal. Es ist eine Veröffentlichung dieses Kanals und ist also offiziell von mir. Ja, also das jetzt zu 5, weil also du wirst die Frage, inwieweit hat das offiziellen Charakter, also keinen offiziellen Charakter, sondern lediglich basiert das auf dem Recht der freien Rede und der Benutzung seines Sprechapparats, ne, dem biologischen. Absolut geil. Meine Vorgehensweise nenne ich Interpretationsbewegung, ja, wie ich gesagt habe. Die Art der Vorgehensweise lernte ich als Student der Philosophie in Freiburg kennen. Herzlichen Glückwunsch. Es geht darum, als Individuum sich selbst und die Umstände seiner Entwicklung zu begreifen. Pa, 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 pa. Wer es lesen möchte, macht jetzt einen Screenshot, ne, und zieht sich das dann rein. Wie gesagt, ich habe mir das kurz angeguckt und mir ist das deutlich zu interpretativ und das gehört wie bei den Feministinnen die Theorie von der strukturellen Gewalt oder strukturellen Diskriminierung. Das gehört nicht in den Alltagsdiskurs. Denn das verstehen die Menschen im Alltag nicht und das kann für Alltagssituationen auch nicht gelten unbedingt. Denn speziell mit dieser strukturellen Diskriminierung hat sich ja schon die Rote Armee-Fraktion in den 80er ihre terroristischen Anschläge schön geredet. Da kann man eben alles mitmachen und auch mit dieser Theorie oder Taktik oder Technik, wie auch immer du das dann nennst, kann man im Prinzip alles machen. Deswegen bitte ich dich, es einfach sein zu lassen. Bitte mach das im universitären oder im intellektuellen, hochintellektuellen Elfenbein. Turmdiskurs, aber nicht bei uns. Es sei denn, wie gesagt, du hast da wirklich einen Auftrag von dem Dennis bekommen, was ich aber eben nicht glaube, ne? Dann heißt es dann am Ende, man beschränkt sich selbst und sieht nicht auf den eigenen Vorteil, sondern will ein möglichst gut brauchbares Ergebnis für die allgemeine menschliche Fähigkeit des Verstehens erzeugen. Ja, das sage ich dir jetzt mal, was du gemacht hast bei den Videos, ist eben das Gegenteil davon. Du hast das gute brauchbare Ergebnis eigentlich kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Denn die Menschen sind, wie sie sind, und wenn da mal was steht, was dir nicht passt, dann solltest du das akzeptieren lernen, ne? Also bei aller Philosophie, die Menschen müssen schreiben dürfen, wo sie Bock drauf haben. Okay? It's freedom, man. Komm mal runter von deinem Philosophietrip. Der darf nicht dazu missbraucht werden, hier faschistoide Tendenzen auszuleben. Ne? Das Verstehenserzeugen, es setzt voraus, dass man einen Glauben daran hat, dass man dadurch letztendlich das Gute auch für sich selbst erreicht. Ja, dann sage ich dir jetzt, dieser Glauben ist wahrscheinlich ein Irrglaube. Ja? Lass es bitte einfach sein. Es wäre nicht vereinbar mit einer Haltung, in der man glaubt, dass es erstrebenswert sei, Wissen anderen vorzuenthalten oder sie zu belügen. Ja, whatever. Ich denke auf jeden Fall, irgendwie ist es so ein bisschen, kommt es mir jetzt vor, als wenn er irgendwie die Theorie vielleicht auch selber nur gefunden hätte. Vielleicht ist er auch Student der Philosophie und tatsächlich so verwirrt, dass er das nicht rafft, dass das im wahren Leben nichts zu suchen hat. Aber ich sag nur mal, lass es irgendwie weg und hör auf, die Leute auf Basis deiner Hirngespinste oder vielleicht auch deiner Symboltheorie da zu klassifizieren und zu zensieren, meiner Meinung nach. Lass es bitte einfach sein und vor allen Dingen quatsch mich nicht nochmal an mit so einem Müll, ey. Wenn ich das Video nochmal bedenke, wie viel Schwachsinn da war, ne? Wär ich noch ein bisschen stinkig, weil das hat mir nämlich echt Zeit geklaut, das überhaupt mal irgendwie ansatzweise zu raffen, weil du da willst, ne? Und du willst eben nach ganz speziellen Kriterien vorgehen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, dass Leute nach speziellen Kriterien vorgehen. Wenn du mich nicht total verarschen wolltest, dann willst du nach ganz speziellen Kriterien vorgehen. Und da habe ich genau keinen Bock drauf. Ne? Das finden wir genau zum Kotzen. Wenn du das jetzt nicht raffst, dann kannst du mir auch nochmal 100 Zeilen Text irgendwie reinschreiben. Ich werde das aber, glaube ich, nicht mehr beantworten. Ne? Er hat mir dann irgendwie noch zu 7. Ja, okay, was bei 7 war. Hast du einen Auftrag für seine Lehren, meinte er nur? Ja, okay, da muss ich natürlich nochmal nachfragen.
Um es mal zu konkretisieren, ich meinte hier einen Auftrag von YouTube, also als Lehrer dann praktisch aufzutreten. Kannst du das auch bejahen? Ein einfaches Ja oder Nein würde mir genügen. Ja? Bitte kurz. Woraufhin er dann schreibt, ich wurde nicht individuell von einem YouTube-Repräsentanten angesprochen. Nein, das wurdest du nicht, das glaube ich auch. Auch nicht unindividuell oder in einer allgemeinen Gruppe. Du wurdest gar nicht von irgendeinem YouTube-Repräsentanten angesprochen. Und du wurdest auch gar nicht in irgendeiner Weise beauftragt von YouTube, da irgendwie zu zeigen, wie das geht, sondern du hast es aus freien Stücken gemacht, aufgrund deiner freien Rede. Das habe ich jetzt auch alles verstanden, aber es hat mir die Zeit geklaut und ich finde es ultra unnötig und ich finde, dass es eine mega Hirnwichse ist, ganz einfach mal auf gut Deutsch gesagt. Ja. Lass es einfach sein, beschäftige dich mit schönen Sachen im Leben. Ey, es ist doch furchtbar sowas. So eine super mega Interpretation von Dingen, die die Leute sagen und vielleicht auch leicht implizieren, aber nicht konkret so meinen, wie du das verstehst, ne? Und deswegen war ich auch so pissig, ne? Aber im Endeffekt bleibt es dabei, es ist kein Fleisch dahinter, er ist ziemlich sicher kein Lehrer. Er hat sicher keinen Auftrag. So, er behauptet aber noch, dass sein Verhalten eben zwar nicht aufgetragen wurde, aber die YouTube-Richtlinien Teile seines Vorgehens implizieren. Ja, aber auch echt nur Teile, ne? Nur Teile. Kleine Teile. Kleine wenige Teile. Also ich will so ein Bullshit nicht nochmal hören und ich, wie gesagt, kann nur nochmal appellieren, lass die Leute in Ruhe, hör auf, irgendwo rumzuzensieren, rumzu, ja, stänkern im Prinzip. Du bringst eben negative Vibes rein und das ist scheiße. Der Typ ist also alles Mögliche, aber kein offizieller Lehrer oder sowas von YouTube Heroes. Da würde ich mal 5 € drauf wetten. Ja, jetzt schaue ich mal, was das ist. Endlich. Da war ich wohl auch schon mal drin. Ja, das hören will ich jedenfalls nicht. Irgendwie so eine behinderte Sprache. Ja, und das hier, was ist das denn bitte? Soll das irgendwie sich in mein Gewissen einbrennen? Das sieht ja extrem nach Propaganda aus. Ja, also ich weiß nicht, das ist höchstwahrscheinlich hier Sarkasmus oder Ironie, weil Licht, also so richtig Licht war da ja nicht, oder? Hier drei, ja, und von davon weg irgendwie, ich weiß nicht, wieso ist hier ein richtiges Licht, ja, also diese Person alleine schon ist jetzt nicht irgendwie richtiges Licht, ja, was für einen Gewinn haben wir denn davon? Ja gut, das war's auch schon, also dann sind wir eigentlich schon mal fertig, ich lade nochmal die Seite neu und schaue nochmal, was dazugekommen ist oder so. Nö, also alles gut hier. Ja. Und als nächstes werde ich natürlich mal dem TTA Bescheid sagen, was das hier, was da passiert ist, aber ich glaube, der kennt den schon. Und insgesamt, ja, versucht sich hier einer auf den Ängsten sozusagen anderer Leute oder den Befürchtungen eben unserer, ja, Geld zu verdienen oder irgendwie sich dran zu bereichern, jedenfalls. Schönen Dank für den vollen Namen. Ich werde den auch nicht irgendwie das nicht ausnutzen oder so und verbreiten, aber arschlochmäßig finde ich das trotzdem, weil das hat mich nämlich ganz schön viel Zeit gekostet, das so rauszufinden. Insbesondere diesen Unsinn sich anzuhören, hier, den er textlich davon sich gegeben hat in dem Video, ist wirklich absolut, ja, Banane. Wie kann man stundenlang so einen Schwachsinn vor sich herlabern? Ist wirklich ein starkes Stück und solltest du jemals wirklich als Hero dich da eintragen, wirst du garantiert auch von den Leuten, die da intern sind, egal was für Leute das dann da sind, wirst du dann Kontra kriegen auf diese Art und deswegen kann das kein Hand und Fuß haben, ne? Was mich als letztes nochmal irgendwie wirklich ein bisschen irritiert, ist einfach die Frage, warum jetzt ich da so aufs Korn genommen werde. Okay, das Video hat ein paar Views hier. Können auch noch ein paar andere irgendwie aufs Korn genommen worden sein. Aber warum? Ey, warum so hartnäckig? Und ja, vielleicht wegen der Philosophie, ne? Aber echt, also das ist wirklich viel genauer, als ich es wissen wollte, glaube ich. Ja, sorry, dass das nicht mehr Gehalt hatte bezüglich der Infos zu YouTube Heroes an sich. Aber auch das sollte ja vielleicht mal aufgeklärt werden, was hier so sonst so passiert. Wer sowas auch bekommen sollte, so eine Art, der kann mich gerne fragen, ob das derselbe Kanal war wie bei mir. Dann würde ich das vielleicht auch nochmal mitteilen in der persönlichen Nachricht, aber veröffentlichen möchte ich über den eigentlich nichts. Und auch nicht weiter darauf rumhacken, aber die Art und Weise, muss ich sagen, lässt in mir die Vermutung aufkommen, dass man doch immer vorsichtiger sein muss. Zumindest sollte man nicht einfach unvorsichtig alles glauben und fressen und sich auf jeden Scheiß einlassen. Und erst recht, ne? Erst recht kann Accounts bestätigen, aber das ist ja auch irgendwie echt Anfängerwissen vom Internet. Da hättest du drauf kommen können, dass ich da nicht drauf reinfall. Whatever. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ciao, ciao. Bye, bye und tschüss.
Ja, und das stimmt natürlich auch hier. Also allein schon das T ist ja ein Teil von Tier, also das stimmt ja schon mal. Das T natürlich auch. Das A, ja, das weiß man nicht genau. Aber das ist natürlich ein Dreieck und man muss natürlich schon sagen, die Herrschaft des Dreiecks ist natürlich damit gemeint. Also von daher, und hier kann man auch nur sagen, es ist so eine Linie, die zu dem Dreieck eben hinführt. Und zweimal geht es nach unten, also zweimal ist tot, ja, und dann kommt man zu diesem Dreieck, an die Spitze natürlich, also das ist ja die Spitze eines Dreiecks, und unten geht es halt weiter, da kann man sich ja vorstellen, es geht noch viel länger weiter, man ist ja irgendwie im oberen 0,1% oder so, wenn man es halt so sehen will und sich das weiterdenkt, kann sich ja bis hier denken oder so, dass es so groß ist, wenn man ja die Winkel fortführt, dann. Ja, damit das halt gleich lang ist überall, da gibt der Winkel ja schon die Angabe, wie groß es sein muss. Ist ja, weiß man ja. Ja, also wie gesagt, hier, ich würde einfach nochmal bearbeiten und den Text vergrößern. Weil bei mir ist es auch oft so, ich fange mit etwas an und mache etwas und danach führe ich es nochmal aus. Das geht auch bei Kommentaren. Und das würde ich hier auf jeden Fall mal empfehlen und so und auch hier noch was machen, auf jeden Fall. Gibt immer was zu tun.